Sehr verehrte Gäste, liebe AutorInnen, liebe Jury, liebe LaudatorInnen, liebe Anwesende, herzlich willkommen zur Preisverleihung des Literaturwettbewerbs Wendepunkte der Erik-Neutsch-Stiftung. Mein Name ist Janine Hamilton und ich bin die Pressesprecherin der Rosa-Luxemburg-Stiftung, unter deren Dach die Erik-Neutsch-Stiftung angesiedelt ist. In diesem Sommer, im Sommer seines 90. Geburtstages, zeichnen wir heute im Namen von Erik-Neutsch insgesamt 7 junge AutorInnen aus, die ihre Prosa- und Lyriktexte zum Wettbewerb eingereicht haben. Liebe AutorInnen, Sie sitzen hier vorne gleich in den ersten anderthalb Reihen. Ihre Texte haben die Jury, die Evelyn Wittig Ihnen gleich kurz vorstellen wird, von allen eingesendeten Beiträgen am meisten begeistert, gerührt und beeindruckt. Und das waren insgesamt immerhin 104. Ihre Seiten haben die Jurymitglieder von allen eingesendeten mit besonderer Freude gelesen. Und das waren zusammengenommen immerhin 1100. Damit die Anwesenden auch wissen, welches AutorInnen-Gesicht zu welcher Laudatio gehört, die wir gleich hören werden, möchte ich Sie, liebe AutorInnen, bitten, kurz aufzustehen und sich dem Corona-bedingt nicht ganz so riesigen Publikum und auch der Kamera zuzuwenden, während ich Sie kurz aufrufe. Von Thomas Lipski kommt der Beitrag mit dem Titel Kapstadt kauft Kühe. Herzlich willkommen. Rieke Lorenz thematisiert in ihrem Text das gute Geschirr der Großmutter. Herzlich willkommen. Von Tom Aschmann kommt ein zusammenfassender Bericht zum anstehenden Jahrtausendwechsel an jene danach von einem davor. Herzlich willkommen. Miu Sascha Hilgenböker beschreibt den Lauf der Dinge. Herzlich willkommen. Philipp Dingeldey dichtet über die Saat des Widerstandes. Herzlich willkommen. Velibor Baccio schrieb Der Klang, der mir noch fehlte. Herzlich willkommen. Und von Laura Antonia Leschke erfahren wir das, was am Ende noch bleibt. Das, was am Ende bleibt, ist der richtige Titel übrigens. Verzeihung. Im Laufe des heutigen Vormittags werden wir die Lobesreden auf Ihre Texte hören, beginnend mit den ausgezeichneten Prosatexten, im Anschluss die Lyriktexte. Musikalisch begleitet uns durch das Programm Isabel Neuenfeld, Schauspielerin und freischaffende Musikerin mit ihrem Akkordeon. Herzlich willkommen. Liebe AutorInnen, Ihre Texte lassen ahnen, dass Sie alle uns noch viel mehr mitzuteilen haben, als Sie es mit Ihren Beiträgen zu diesem Wettbewerb bereits getan haben. Zuerst die gute Nachricht. Erste Lesungen mit Ihnen sind schon in Planung. Nach der guten Nachricht, Sie ahnen es schon, kommt meist eine etwas weniger gute. Heute dürfen und sollen Sie sich von den LaudatorInnen loben, von der Erik-Neutsch-Stiftung auszeichnen, von der Musik davontragen und von den Anwesenden feiern lassen. Redebeiträge von Ihnen sind heute Vormittag leider nicht vorgesehen. Dafür freuen wir uns umso mehr auf die Gespräche mit Ihnen beim anschließenden Empfang. Und Ihre Texte sind im Foyer als Ansichtsexemplare einzusehen für die Interessierten, die das währenddessen tun möchten. In diesen Zeiten darf bei einer guten Veranstaltung natürlich Folgendes nicht fehlen. Sie hätten es sicherlich schon vermisst fast. Ich bitte Sie, bei allen Bewegungen im Raum auf den pandemiebedingt gebotenen Abstand zu achten und an das Tragen Ihrer Masken zu denken, wenn Sie Ihren Sitzplatz verlassen. Das gilt nicht für die Übergabe der Urkunden an die AutorInnen nach den Laudationis. Da haben wir extra mit den Sitzreihen drauf geachtet. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen wundervollen Vormittag.
beginnt mit Musik von Isabel Neuenfeld und im Anschluss eröffnet Dr. Evelyn Wittig, Juryvorsitzende der Erik-Neuth-Stiftung und Juryvorsitzende und Vorsitzende der Erik-Neuth-Stiftung die Preisverleihung. "1960 veröffentlichte der 29-jährige Erik Neuth seine Erzählung „Die Regengeschichte“ in der Literaturzeitschrift NDL. Daraufhin erhielt er umgehend einen Brief von Anna Segers, der international anerkannten Schriftstellerin. Sie schrieb nach mehreren Lobesworten: „So etwas sollte man nicht verschweigen in einer Zeit, in der viel krampfhaftes und langweiliges Zeug geschrieben wird." Das war für den sowieso schreibsüchtigen Neuth aufregend und stark motivierend. Diese Begebenheit war ganz offensichtlich auch ein Grund für ihn, diesen Wettbewerb junger Schreibender zu initiieren. Heute vergeben wir die Preise für den zweiten derartigen Literaturwettbewerb. Beim ersten 2012 verlieh Neuth die Preise noch selbst. Es war sein letzter öffentlicher Auftritt. Über diesen Literaturwettbewerb 2021 hätte er sich besonders gefreut. Die Resonanz auf die Ausschreibung war für uns überraschend und erfreulich groß. 84 Prosabeiträge und 20 Lyrikerinnen und Lyriker bewarben sich. Ein Lyrikpreis war zunächst nicht ausgeschrieben. Die Jurymitglieder waren demgegenüber aber sehr aufgeschlossen. Die finanziellen Ressourcen nicht unerschöpflich. Der Wettbewerb fiel in die Zeit der Corona-Pandemie mit ihren gravierenden Einschränkungen, auch für die Jury, die keine Präsenzberatungen durchführen konnte. Sie traf sich lediglich im Zoom-Konferenzraum 9-mal. Aber wir hatten für die Treffen Geld eingeplant, das wir nun für den Lyrikpreis zur Verfügung hatten. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung stockte die erforderliche Summe auf. So kam es zu der erweiterten Ausschreibung für Lyrikbeiträge, zweifellos ein großer Gewinn für den Wettbewerb. Wendepunkte in heutigen gesellschaftlichen Prozessen und Umbrüchen, wie sie junge Menschen sehen, bewerten, beeinflussen, wie sie sie betreffen, das war der inhaltliche Rahmen für die einzusendenden Texte. Für uns als Jury war es tief beeindruckend, in welcher Art und Weise dieser thematische Rahmen von den Schreibenden ausgefüllt wurde. Die Laudatorinnen und Laudatoren werden die preisgekrönten Arbeiten würdigen und einen Eindruck über sie vermitteln. In einer Publikation vom Verlag Neues Leben werden diese und weitere ausgewählte Texte noch in diesem Jahr veröffentlicht. Doch auch unter den eingesandten Texten, die nicht prämiert oder publiziert werden, sind viele lesens- und überdenkenswert. So schickte uns zum Beispiel die jüngste 15-jährige Teilnehmerin auf 2 Seiten ihre Gedanken über das Kinderspielzeug. Klaus Höpke, Mitbegründer der Erik-Neuth-Stiftung und Weggefährte von Neuth, schreibt im Vorwort zur Publikation des ersten Literaturwettbewerbes, Zitat: „Erik Neuth hat dem Buch „Wenn Feuer verlöschen“ 3 Sätze von Karl Marx aus einem 1886 an Friedrich Engels geschriebenen Brief vorangestellt. Marx Zitat: „Es geht in der Menschengeschichte wie in der Paläontologie. Sachen, die vor der Nase liegen, werden prinzipiell durch eine gewisse, durch vorgefasste Meinung verursachte Blindheit selbst von den bedeutendsten Köpfen nicht gesehen. Später, wenn die Zeit angebrochen, wundert man sich, dass das Nichtgesehene allüberall noch seine Spuren zeigt." Ende des Marx-Zitats. Höpke schreibt weiter: „Ehe das Nichtgesehene allüberall seine Spuren zeigen kann, arbeitet Literatur, wenn sie gut ist, daran, solche Spuren zu erkunden." Ende Zitat. Höpke bescheinigte den jungen Autorinnen und Autoren 2012 diese Fähigkeit. Auch die überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden am Literaturwettbewerb 2021, anlässlich des 90. Geburtstags von Erik Neuth, hat Spuren in gesellschaftlicher Realität freigelegt. Spuren, die verdeckt sind durch eine Blindheit, die durch vorgefasste Meinungen verursacht wird. Für diese mit Talent und großer Anstrengung geleistete Arbeit danke ich den Teilnehmenden am Literaturwettbewerb. Vielen Dank.
Als Vorsitzende der Jury danke ich den Mitgliedern der Jury, die ehrenamtlich viel Zuwendung, kritische Begleitung und viel Zeit eingebracht haben. Es sind, ich nenne sie jetzt nur namentlich, Dagmar Enkelmann, ich bitte Sie auch aufzustehen. Dagmar Enkelmann, bitte. Roland Klaus, bitte. Eva Schäfer, die auch die Arbeit koordiniert hat. Caroline Bettke, die war Preisträgerin im ersten Literaturwettbewerb, kann heute nicht kommen, weil sie ihren dritten Sohn erwartet in diesen Tagen. Dann Hilmar Preuß, Peter Drabe, der leider heute aus privaten Gründen nicht kommen kann, und Ronald Weber. Also der Jury vielen Dank, und ich muss auch sagen, also Ronald zum Beispiel sehe ich heute zum ersten Mal. Wir haben uns ja nur in Zoom-Konferenzen gesehen bisher. Ich danke der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die institutionelle und personelle Unterstützung und natürlich nicht zuletzt für die finanzielle Unterstützung. Stellvertretend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung danke ich ganz besonders Ulrike Hempel und Janine Hamilton. Vielen Dank. Dann kommen wir auch direkt schon zur ersten Ehrung. Und zwar beginnen wir mit dem ersten Preis im Bereich Prosa. Dr. Dagmar Enkelmann, Vorstandsvorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung, hält die Laudatio zu dem Text »Kapstadt kauft Kühe« von Thomas Lipski. Ja, sehr verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie auch im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung ganz herzlich hier heute begrüßen. Es ist so eine kleine Premiere für uns. Wir sind zwar im vergangenen Jahr, also im September, hier in dieses neue Haus eingezogen, aber aus bekannten Gründen konnten wir bislang kaum öffentliche Veranstaltungen machen. Auch die heutige ist eher halb öffentlich. Aber sie ist schon ein bisschen mehr, als wir in den letzten Monaten tun durften. Insofern ist das schon etwas Besonderes und ich hoffe, wir können jetzt fortsetzen. Ja, gestatten Sie mir trotzdem ein paar wenige Vorbemerkungen. Ich sprenge ein bisschen den Rahmen, gestehe ich. Ich möchte mich nämlich ganz herzlich bei der Erik-Neuth-Stiftung bedanken für den Wettbewerb, aber vor allen Dingen auch für die engagierte Arbeit in den letzten Jahren im Sinne von Erik-Neuth. Erik-Neuth hat jetzt eine Straße bekommen in Schönebeck zum Beispiel. Das hat etwas mit eurer Arbeit zu tun. Die Bibliothek, der Nachlass und so weiter und so fort. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch dafür. Ich möchte mich ebenfalls bei den Mitgliedern der Jury bedanken für die intensive Arbeit, aber vor allen Dingen für eine sehr, sehr angenehme Arbeit. Es hat richtig Spaß gemacht, selbst wenn wir uns eigentlich nur sozusagen per Video gesehen haben. Aber ein ganz besonderer Dank geht an Evelyn Wittig, an Dr. Evelyn Wittig. Sie ist Vorsitzende der Erik-Neuth-Stiftung, Vorsitzende der Jury. Evi, du hast viel Zeit, viel Kraft, viel Herzblut in diese Arbeit reingesteckt. Und ich möchte einfach diese Veranstaltung mal nutzen, dir dafür ganz, ganz herzlich Dank zu sagen. So, und ich denke, du hast dich genauso wie ich gefreut, dass tatsächlich so viele diesmal an diesem Wettbewerb teilgenommen haben. Und worüber wir uns vor allen Dingen auch gefreut haben, welche Ideen sozusagen mit diesem Titel Wendepunkte verbunden worden sind. Und vor allen Dingen, dass es in diesen sehr schwierigen Zeiten, in denen wir gegenwärtig leben, möglich ist, produktiv und auch kreativ sein zu können. Also das war schon das Beachtliche. So, nun habe ich die große Ehre, Ihnen den Sieger im Bereich Prosa zu präsentieren. Begrüßen Sie mit mir Herrn Thomas Lipski. Herzlich willkommen. Ja, Herr Lipski ist 27 Jahre alt. Er hat Jura in München studiert und macht gegenwärtig ein Referendariat in Magdeburg am Landgericht in Magdeburg.
Er schreibt schon länger und das zeigt so ein bisschen die Vielfalt eigentlich seines Schaffens, wenn man es so nennen will. Er hat Texte zum Beispiel zu Jazz und zu Musik geschrieben, literarische Blogs gemacht und was ich besonders beachtlich fand, dass er während der Pandemie einen Online-Poetry-Slam ins Leben gerufen hat. Also wer Poetry-Slam kennt, kann sich das online, glaube ich, so gar nicht richtig vorstellen, aber es ist offenkundig gelungen. Auf der Suche nach einem Schriftstellerwettbewerb ist er auf die Ausschreibung der Neutsch-Stiftung gestoßen und fühlte sich angesprochen. Zum einen vom Thema Wendepunkte, aber vor allem auch von der Offenheit für die eigene Geschichte, die möglich wurde in diesem Wettbewerb und von der Möglichkeit, künstlerische Darstellung mit politischen Zusammenhängen zu verbinden. Von Erik Neutsch hat er erst durch den Wettbewerb erfahren. Das ist, das ist manchmal so, hat sich aber durchaus mit Erik Neutsch beschäftigt inzwischen und durchaus eine ganze Reihe von Parallelen gefunden zwischen Erik Neutsch und ihm selbst. Sein Wettbewerbsbeitrag Kapstadt kauft Kühe ist eine sogenannte Staffelerzählung. Und zum Staffelstab wird ein Fahrrad. Und deren temporäre Nutzerinnen und Nutzer bringen sozusagen mit diesem Staffelstab ihre eigene Legende ein in die Geschichte. Und mit diesen Geschichten schlägt Thomas Lipski dann einen Bogen zu zentralen gesellschaftlichen Konflikten, soziale Ungleichheit, Ausbeutung, Rassismus, Diskriminierung von Frauen und auch die Situation von Geflüchteten im Süden Afrikas wird beschrieben. Ein Thema, was hier oftmals sehr ausgeblendet wird. Das hat mich besonders berührt, dass Sie das mit eingebracht haben. Thomas Lipski gelingt eine lebendige, emotionale Erzählung, nicht ohne Spannung und mit vielen schönen Bildern und Metaphern. Man fühlt sich tatsächlich, wenn man die Geschichte liest, versetzt nach Südafrika. Dazu trägt im Übrigen auch eine sehr umfangreiche, auch gründliche Recherche bei. Und als wir telefoniert haben, habe ich ihn gefragt, wie oft er denn schon in Südafrika war, weil das war mein Eindruck aus dieser Geschichte. Und er musste mir dann gestehen, da war ich noch nie. Also das sollte man vielleicht irgendwann bei Gelegenheit mal nachholen. Ja, so nimmt er unter anderem Bezug nicht nur national prägende Ereignisse wie den Streik in der Platinmine von Marikana 2012 oder das Nachwirken des Widerstands gegen Apartheid, das spielt eine Rolle im Hintergrund. Und er nimmt auch Bezug auf Menschen, deren Wirken bis heute und weit über Südafrika hinaus ausstrahlt. Also Nelson Mandela zum Beispiel findet in seiner Geschichte ebenfalls eine Würdigung, wie auch der heutige, der aktuelle Präsident Südafrikas. Aber mehr will ich zur Geschichte jetzt wirklich nicht verraten. Denn das ist schon gesagt worden, wir haben die Möglichkeit tatsächlich preisgekrönten Beiträge zu veröffentlichen, aber auch darüber hinausgehende Beiträge durch den Verlag Neues Leben veröffentlichen zu lassen. Und ich hoffe, dass auch Sie dann mit dem gleichen Genuss wie ich die Geschichte von Thomas Lipski, Kapstadt kauft Kühe, lesen werden. Herr Lipski, wir danken Ihnen ganz herzlich für die Teilnahme am Wettbewerb, für den Beitrag natürlich, auch dafür, dass Sie heute angereist sind und doch eine etwas größere Reise haben. Und ein kleines Dankeschön geht auch Ihre Mama, die nämlich Korrektur gelesen hat. Als Deutschlehrerin muss sie das, glaube ich, können. Also herzliche Grüße natürlich auch an die Mama und vor allen Dingen Ihnen einen herzlichen Glückwunsch zum ersten Preis. Und ich danke Ihnen allen. So, an dieser Stelle geht es weiter mit dem zweiten Preis im Bereich Prosa. Ich bitte Dr. Hilmar Preuß nach vorn, Literaturwissenschaftler und freischaffender Autor, der die Würdigung des Textes Das gute Geschirr von Rieke Lorenz vornehmen wird. Ja, es ist mir eine besondere Freude,
Rieke Lorenz heute hier begrüßen zu dürfen. Sie ist auch eine junge Autorin, die mit einem engagierten Beitrag uns im Wettbewerb viel Freude bereitet hat. Sie wurde 1991 in Mecklenburg-Vorpommern geboren, lebt aber seit über 10 Jahren in Berlin. Interessant, sie kommt gar nicht aus einer Literaturrichtung, sondern studierte Umweltwissenschaften, arbeitete danach in einem Bioladenkollektiv und seit 2 Jahren ganz aktuell als Meteorologin. Also zukunftsweisend nicht nur in der Literatur, sondern auch in der beruflichen Basis. Sie schreibt seit circa 4 Jahren, auch in Schreibgruppen und ganz besonders seit 2 Jahren auch in einer Schreibgruppe mit querfeministischer Ausrichtung. Sie war 2020 auch Stipendiatin in der Literaturwerkstatt Poetencamp des Literaturhauses Rostock. Also wir können schon sehen, es gibt schon die ersten Schritte in die literarische Öffentlichkeit. Schon nach der ersten Lektüre war spürbar, dass der Text »Das gute Geschirr« von Rieke Lorenz zu den besonders gelungenen Texten des Wettbewerbs zählt. Auch der erste Austausch in der Jury offenbarte, dass sich gleich mehrere Jurorinnen und Juroren von diesem Beitrag angesprochen fühlten. Da viele dieses Prosastück noch nicht kennen können, fragen Sie sich vielleicht, warum dies der jungen Autorin gelungen ist. Der Text von Rieke Lorenz greift in unterhaltsamer und authentischer Form den zentralen Wendepunkt der ostdeutschen Geschichte von 1989-90 auf und stellt unterschwellig auch einen Kontext mit dem epochalen Umbruch von 1945 her. Die Intention des Erik Neutsch Literaturwettbewerbs unter dem Titel Wendepunkte ist damit ausgezeichnet getroffen. Sehr gelungen ist die Darstellung der alten und der jungen Generation. Sie selbst, als nach der Wende geborene Autorin, beweisen eine gute Beobachtungsgabe und es gelingt ihnen, Menschen wie aus dem wirklichen Leben zu skizzieren. Eine junge Ich-Erzählerin schildert ihre Erfahrungen mit der Großmutter, für die sie Dolmetscherin, Fahrerin, Zuhörerin und vieles mehr ist, aus ihrer Sicht, wobei sie immer wieder Bezug auf andere Personen nimmt und deren Meinungen, insbesondere auch die Schwester. Einzelne Facetten der Geschichte und des Lebens in der DDR und Ostdeutschlands werden durch die Sicht eines Kindes, einer Jugendlichen, auf erfrischende Weise reflektiert und kritische Fragen zu westdeutschen Sichtweisen eingestreut. Literaturwissenschaftlich möchte ich hervorheben, dass das Spiel mit den Klischees und Alltagsmomenten ein Einfühlen in die Figuren sehr gut ermöglicht. Und mit dieser deutlichen Empathie für die Menschen verfügen Sie, Rieke Lorenz, über eine wichtige Fähigkeit für gute Literatur. Und wenn es auch sehr verschiedene Vorstellungen über Literatur gibt, so steht die Autorin mit ihrem Debüt für eine starke Verbindung von Lebenswelt, sozialen Faktoren und Text und damit in guter Beziehung zu unserem Namensgeber Erik Neutsch. Im besten Sinne bedeutet dies also gute Literatur aus der Gesellschaft für die Gesellschaft. Die Idee zur literarischen Beschreibung von gesellschaftlichen und persönlichen Wendepunkten ist auf organische Weise auf die Lebenserfahrung in Ostdeutschland bezogen. 3 Jahrzehnte nach der gesellschaftlichen Zäsur greift die Kurzerzählung kurzweilig, aber dabei auch nachdenklich die hochaktuelle Debatte um Erinnerungspolitik und den Umgang mit unbequemen Wahrheiten auf. Dabei gelingt es Rieke Lorenz, auch in dem kurzen Text verschiedene Stimmen, eigene Sichtweisen anschaulich präsentieren zu lassen. Insbesondere die Perspektiven von Frauen kommen immer wieder deutlich zur Sprache. Bei der Lektüre zeigt sich auch keine platte Nostalgie, denn die Enkelin und die Großmutter, eine ehemalige Genossin, reflektieren kritisch auf frühere Positionen. Zahlreiche witzige Episoden bringen bei der Lektüre zum Lachen. Erik Neutsch, der sich im ersten Literaturwettbewerb vor knapp 10 Jahren sehr beeindruckt von der bedrückenden Stimmung vieler Texte zeigte, hätte die trotz aller angedeuteten Konfliktlagen doch lebensbejahende Einstellung in der Prosa der jungen Autoren vermutlich angenehm berührt. Am Ende der sympathischen Geschichte kommt das Gefühl auf,
Großmutter, Schwester und Ich-Erzählerin persönlich zu kennen. Dies wird sicher auch befördert, weil zwischen den Zeilen die besondere Beziehung zwischen Oma und Ich-Erzählerin deutlich wird, die beide auf ihre Weise auch irgendwie Außenseiterinnen sind. Es ist eine besondere Freude, Sie, Rieke Lorenz, nicht nur mit einem Preis würdigen zu können, sondern Sie mit der Erik-Neuth-Stiftung bei Ihrer ersten Veröffentlichung eines eigenen literarischen Textes zu fördern. Damit gelingt es im besten Sinne unseres Stifters, einer noch jüngeren Autorin den Weg in die gedruckte Literatur zu ebnen. Als Jury wünschen wir Rieke Lorenz viel Erfolg bei ihrem weiteren Schreibvorhaben und hoffen mit ihr auf ein möglichst großes Lesepublikum für ihre erste Veröffentlichung, zusammen mit den anderen Autorinnen und Autoren unseres Literaturwettbewerbs. Und als Leser möchte ich sagen, dass ich ihren nächsten Text schon mit Neugier erwarte. Wenn auch das gute Geschirr der Großmütter gemeinhin meist in Schränken vor dem Zugriff verwahrt wird, hoffe ich, dass der zugleich amüsante und zum Nachdenken anregende Text über selbiges durch viele Hände geht. Herzlichen Glückwunsch, Rieke Lorenz, zum wohlverdienten zweiten Preis im Erik-Neuth-Literaturwettbewerb. Vielen Dank. Kommen wir nun nahtlos zu einem der beiden drittplatzierten Texte im Bereich Prosa. Ich bitte nach vorn Roland Klaus. Er ist Vorstandsmitglied der Erik-Neuth-Stiftung und wird die Würdigung übernehmen zu Tom Aschmanns Text »Zusammenfassender Bericht zum anstehenden Jahrtausendwechsel an jene danach von einem davor«. Lieber Tom Aschmann, liebe Gäste, am 1. Januar 2100 wird die Zeitrechnung auf Null gestellt, auf Neuanfang. Als Antwort auf die lebensgefährlichen Fehler der Menschen in der alten Welt. Unser Autor beschreibt als 79-Jähriger an den letzten Tagen des 21. Jahrhunderts seine Sicht auf die Wandlungen vor und seit seiner Geburt im Jahre 2020. Am 1. Januar 2100 wird ein neues Weltparlament und eine neue Weltregierung die Geschicke des Planeten demokratisch in die Hände nehmen. Kriege, soziale Spaltung, Klimazerstörung, Geschlechterungerechtigkeit und urbane Destruktion sind überwunden. Nicht, weil die Menschen von sich aus anders oder gar klüger wurden, sondern weil das alte System an seine eigenen Grenzen scheiterte. Hernach sind auch die Menschen klüger geworden. Aschmanns schöne Utopie schreibt den Menschen die Erkenntnis aus dem Scheitern des alten Systems zu und nicht etwa den Drang zur Selbstzerstörung. Lieber Tom Aschmann, noch kürzer kann ich Ihren Essay nicht zusammenfassen, aber ich muss ja den hier Anwesenden ein wenig verraten, worüber Sie schreiben und warum es mir so gefallen hat. Ich bitte um Nachsicht. Tom Aschmann wagt also den Blick 80 Jahre voraus. Das gefällt mir. 2100 ist der relative Altersunterschied zwischen Aschmann und Klaus nicht mehr so erheblich. Der Autor und der Laudator haben sich deshalb vorgenommen, dieses 2100 noch zu erleben, schon um den Realitätsgehalt der Vorhersagen zu überprüfen. Eines ist heute schon glasklar: Aschmann ist von jedem Plagiatsvorwurf weit entfernt. Reicht das schon, Kanzler zu werden? Die Verfasser von Fiktionen haben oft den historischen Abstand zum Selbstschutz verwendet. Aschmanns Utopien
haben aber einen so brisanten Bezug zur Gegenwart, dass ihm niemand diese Flucht in die verantwortungsfreie Fiktion vorwerfen kann. Im Gegenteil, fast eine seiner Vorhersagen tragen die Frage in sich, warum 80 Jahre warten? Warum fangen wir nicht gleich damit an? Und hier genau treffen sich der laudatierende Politiker und der politische Autor in Seelenverwandtschaft. Der Bundestagsabgeordnete AD wird jetzt nicht die Torheit begehen, die Ideen von Aschmann einer politisch-parlamentarischen Bewertung zu unterziehen. Er gibt aber selbstkritisch zu, dass ihm dies gerade ungeheuer schwerfällt. Schön wäre, wenn Aschmanns Fantasie Entsprechung fände und die Träger eines Systems erkennten die Grenzen ihrer Macht und handelten logisch. Die Geschichte hat dafür leider viele andere Belege. Aber Aschmann ist ja für Zukunft zuständig und das ist gut so. Es mag sein, dass manche der Jurymitglieder den Essay von Tom Aschmann zu politisch aufdringlich oder gar propagandistisch empfunden haben. Ich nicht. Klar, ich bin politisch verortet und mir gefällt die politische Denke des Autors. Aber mein Urteil habe ich zuerst und vor allem wegen des literarischen Stils getroffen. Es gibt keinen Inhalt ohne Form. Oder im Anfang war das Wort Goethe. Wir sind hier beim Erik Neutsch Literaturwettbewerb. Natürlich haben fast alle im Saal nie mit Neutsch persönlich zu tun gehabt. Wie denn auch? Anders bei mir. Wir hatten seit meiner Zeit als junger Kulturfunktionär zahlreiche Begegnungen, vor allem in Halle an der Saale. Und er hat mir vom Matthias Grünewald-Roman, von Georg Forster und dem Hirten viel erzählt. Ich habe das sehr geachtet, aber damals wohl nicht alles verstanden. Erik Neutsch und ich hatten auch einige energische Meinungsverschiedenheiten. Weniger zu DDR-Zeiten, mehr danach. Aber das ist ein anderes Kapitel. Ich bin mir jedoch völlig sicher, dass Neutsch mein Urteil über den Essay von Tom Aschmann vollständig geteilt hätte. Ich kann das nicht beweisen, aber niemand hier im Saal kann umgekehrt das Gegenteil beweisen. Neutsch war ein sehr politischer Schriftsteller, aber ohne poetischen Gehalt ließ Neutsch politische Botschaften nicht gelten. Ebenso war ihm politische Abstinenz von Schreibenden fremd. Ich behaupte, Tom Aschmann hätte ihm gefallen. Aschmann könnte auch ohne diese politischen Botschaften, meine ich, gut schreiben, aber er will etwas ihm Wichtiges gut sagen. Das genau finde ich im Text wieder. Poesie und Politik müssen sich nicht dauerhaft im Weg stehen. Ich würde mich freuen, wenn er weiterschreibt, zur Not auch an mich. Tom Aschmann, Verneigung, alles Gute für Sie, Ihr Roland Klaus und nicht vergessen, bis Silvester 2099 hier in Berlin, Straße der Pariser Kommune, 8a. Sorry, Navi brauchen wir ja dann auch nicht mehr. Ihr Preis und auch alles Gute in Ihrer beruflichen Tätigkeit als Assistenzarzt an der Berliner Charité. Herzlichen Glückwunsch. Als nächstes bitte ich Dr. Ronald Weber nach vorne, Literaturwissenschaftler und Autor. Er wird den weiteren dritten Preis in der Kategorie Prosa würdigen. Der Text lautet Der Lauf der Dinge von Miu Sascha Hilgenböcker. Ja, hallo, schönen guten Tag. Hallo, Miu Sascha Hilgenböcker da hinten. Der Lauf der Dinge. Literatur ist Arbeit. Was elegant und spielerisch daherkommt, hat Mühe gemacht. Und je kleiner das Genre, desto mehr Anstrengung steckt mitunter darin.
Die Kurzgeschichte, die im 19. Jahrhundert aus den USA den Weg zu uns gefunden hat, gehört zu den kleinen Genres. Wo der Roman breit und behäbig fließen darf, hat sie zu springen. Ein Thema will gesetzt sein, ein Setting rasch entwickelt werden. Die Leserin einer Kurzgeschichte hat wenig Zeit, ein knappes Stündchen, kaum mehr. Der Anfang muss stimmen, muss Lust nach mehr erzeugen. Ob die Kurzgeschichte stets ein Geheimnis oder eine unerhörte Begebenheit auszudrücken hat, wie man früher einmal meinte, vermag ich nicht zu sagen. Ebenso wenig, ob sie wie das Drama »With a Bang« zu beginnen habe. Aber interessant muss sie sich schon machen. Ihr Mittel, um dies zu erreichen, heißt Reduktion. Das muss nicht bedeuten, dass ihr deshalb etwas fehlt. Ganz im Gegenteil. Mio Sascha Hilgenböckers Geschichte »Der Lauf der Dinge«, die wir heute mit dem dritten Preis des Erik-Neutsch-Literaturwettbewerbs ehren, führt das alles sehr kunstvoll vor. Wir sitzen gemeinsam mit der Protagonistin im Zug. Es geht in die alte Heimat, vorbei an der breiten Woge, einst ein Fluss, nunmehr ein Bächlein. Ein Staudamm wurde gebaut zu ferner Zeit. Die Großmutter der Protagonistin war damals Bürgermeisterin. Warum hatte sie, die jetzt unter der Erde liegt, dem zugestimmt? Und was alles hat das mit dem Erbe zu tun, dem Haus, das der Familie verwehrt wurde? Im Handumdrehen schafft es Hilgenböcker, die Kleinstadt mit der großen Politik, die Welt der Großmutter mit der politischen Praxis der Protagonistin zu verknüpfen. Und schon bald zeigt sich, der sprichwörtliche Lauf der Dinge ist Praxis, ist gemacht und Entscheidungen haben Konsequenzen. Verschachtelt erzählt Hilgenböckers Ich-Erzählerin von der entwachsenen Entfremdung gegenüber ihrer Heimat, von ihrer Großmutter, die ein Geheimnis mit ins Grab genommen hat, von ihrer Politisierung in der Großstadt, ihren Freundinnen, Genossinnen, ihrer schwarzen Partnerin, die zu Hause bei den Eltern, wo der Alltagsrassismus den Alltag beherrscht, nicht vorzeigbar ist. Der Tod der Großmutter und das Auftauchen der Polizei in der Kleinstadt bringen die Geschichte ins Rollen. Bald erfahren wir, warum die Bürgermeisterin erpressbar war und einem Staubaumprojekt zustimmte, dessen umweltschädliche Folgen sich in der erzählten Gegenwart abzeichnen. Am Ende schließt sich der Kreis. Die Firma, die einst den Staudamm baute, ist dieselbe, gegen die auch die Protagonistin zusammen mit ihren Genossinnen kämpft. So kommen zum Schluss alle bei einer Protestveranstaltung zusammen, vereint in der Weigerung, den Lauf der Dinge zu akzeptieren, überzeugt davon, dass Widerstand notwendig ist und der historische Prozess offen. Die verschiedenen Stränge der Erzählung sind glücklich miteinander verwoben. Kein Faden bleibt liegen. Die Konfrontation zwischen Stadt und Land erlaubt, verschiedenste Themen unterzubringen. Es geht um Feminismus, Rassismus, Homosexualität, Polyamorie, Ökologie, Repression, Kapitalismus und die Solidarität mit Geflüchteten. Trotzdem wirkt der Text nicht überladen. Trotzdem funktioniert er als Kurzgeschichte. Ich komme zum letzten Punkt, zu Hilgenböckers Sprache, die ich ausdrücklich loben möchte, denn sie ist meist klar und wünschenswert knapp. Enthält keine schiefen, schrillen Metaphern, keinen Kitsch, keine sich interessant machenden Adjektive. Zugleich scheut Hilgenböcker gerade zum Ende nicht das Pathos, wenn die verschiedenen Biografien, die die kleine Geschichte ausbreitet, noch einmal zusammengefasst werden. Wer den Lauf der Dinge liest, und das möchte ich Ihnen allen empfehlen, merkt sofort, hier herrscht ein eigener Ton. Es wäre schön, diesen in Zukunft öfter zu hören. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für die schönen, lobenden Worte zu den Siegertexten, Siegerinnentexten. Jetzt hören wir noch einmal Musik von Isabel Neunfeld und dann kommen wir zum Lyrikbereich. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Philipp Dingeldey, Lehrgedichte, aber ohne Zeigefinger oder wie man Brecht neu beatmet. Um jetzt über Philipp Dingeldey zu sprechen, möchte ich einen kleinen Rückgriff auf Erik Neutsch wagen, bei dem man ja nicht zuerst an Lyrik denkt, aber wie ich von Frau Wittig weiß, hat er regelmäßig Lyrik geschrieben und auch mehrere Lyrikbände veröffentlicht, die immer irgendwie im Hintergrund zu seinen großen Romanen blieben, aber vielleicht ändert sich das ja in Zukunft. Erik Neutsch, wie kaum ein anderer prägender Autor mit Aufbau und Stagnation der DDR-Gesellschaft beschäftigt
von Schwur der Steine bis zu zwei leere Stühle, war bekanntlich immer auf der Suche nach dem Ursprungsgeist der SED, nach dem guten Genossen, der ein Beispiel gibt. Am Ende war er eine Art Don Quixote, der mit Windmühlenflügeln kämpfte. Nach der Wende galt er den neuen herrschenden Maßstäben über Wert und Unwert von Kunst und Literatur bloß noch als Parteidichter bei Hofe. Würde jemand wie Dennis Scheck, derzeit oberster Fernsehliteraturkritiker, der sich neuerdings in ritueller quasi Bücherverbrennung übt, die er Antikanon nennt, sich etwas mehr in der DDR-Literatur auskennen, er hätte vor Christa Wolf und Johannes Erbecher gewiss erst einmal Erik Neutschs Bücher dazu verurteilt, sich vor aller Augen in Luft aufzulösen. Aber vermutlich kennt er einen der auflagenstärksten Autoren der DDR gar nicht. Denn Erik Neutschs Werk stellt den Arbeiter ins Zentrum, der die Macht repräsentieren, aber nicht ausüben sollte. Der Grundwiderspruch des real existierenden Sozialismus. Für Neutsch waren Anarchie und Parteidisziplin zwei Seiten der Medaille eines gesellschaftlichen Fortschritts, der kein Selbstläufer war, sondern ebenso in Stillstand und Verfall münden konnte. Neutsch-Prosa-Werke wie Der Friede im Osten oder Auf der Suche nach Gatt sind ein Teil ostdeutscher Erinnerungskultur, weil sie auf widerspruchsvolle Weise eine DDR-Identität prägten. Das scheint unstrittig, aber Neutsch und Lyrik, das erstaunt zuerst einmal doch oder vorerst noch. Oder doch nicht, Neutsch und Brecht, da sollte es Brücken geben. Ebenso wie zwischen Neutsch und Biermann 1963, als die DDR die große Chance einer wirklichen Reform, die auf dem 6. SED-Parteitag ausgerufen wurde, erst ergriff und dann fallen ließ. Das 11. ZK-Plenum im Dezember 1965, das berüchtigte Kahlschlag-Plenum, war das Ende dieses Berliner Frühlings, Jahre vor dem Prager Frühling 1968. Ein Beispiel: Ulrich Theins Kolumbus 1964 vor dem Hintergrund des Uranbergbaus war ein halb verbotener, zerstückelter, von Funktionären schlecht geredeter TV-Mehrteiler, der kritisches DDR-Bewusstsein vorlebte. Neben Armin Müller-Stahl spielten Laien, auch Erik Neutsch war als Schriftsteller Neutsch zu sehen, neben Wolf Biermann, dem Liedermacher. Ein ungleiches Paar, zusammen mit Wismut-Chef Sepp Wenig, wollte man gemeinsam Aufbruch demonstrieren im Geiste eines mehr oder weniger nonkonformen Kommunismus. Theins Rechnung aber ging nicht auf. Alle Szenen mit Biermann, der neben seinem Lied von Kalle, dem Traktoristen mit dem steifen Bein, auch Warte nicht auf bessere Seiten sank, mussten herausgeschnitten werden. Neutsch blieb sozusagen allein im Film zurück. Das war nicht gut für ihn. Denn Biermanns Lieder gaben einen lyrischen Grundton vor, der die Rebellion ebenso wie das Paradox feierte. Und nun sind wir bei dem Neutsch-Literaturpreisträger Lyrik Philipp Dingeldey, der auch über den Weg von Brecht zu Neutsch kommt. Geboren 1990 in Nürnberg, ist er allerdings weder mit Neutsch noch dem Enfant terrible der DDR-Kulturszene Biermann bis zu seiner Ausbildung 1976 aufgewachsen, aber dafür mit einem Brecht, wie man ihn so direkt beim Wort nehmend in der DDR wohl nicht gelesen hat. So ganz und gar positiv, ohne Heiner Müllers virtuose Negation, die aus der Erfahrung der späten DDR kam. Aber wir stehen ja heute nicht am Ende der DDR, sondern mitten in der BRD. Das ist eine andere Perspektive, eine, die das dramatische Scheitern des Sozialismusprojekts nicht ausblenden darf, aber eben auch nicht in diesem Scheitern gefangen bleiben, sondern frei ist für eine dialektische Aufhebung im Sinne von Brecht. Das hier nur mit dem ersten Preis prämierte Gedicht Dingeldeys, Die Saat des Widerstands, ist ein Lehrgedicht. Das soll keine denunziatorische Zuschreibung sein, sondern ist die selbsterklärte Absicht des Autors. Ich gestehe aus meiner Erfahrung heraus, zu dieser Gattung Gedicht reflexartig auf Distanz zu gehen. Jedenfalls bin ich das bislang.
und dass ich dieses Gedicht, obwohl es ein Lehrgedicht sein will, für gelungen halte, spricht wohl dafür, dass darin etwas anderes dominiert als der Wille zur Belehrung des Lesers. Der Autor Dingeldey belehrt sich selbst. Wir haben Teil an seinem Erkenntnisprozess. Das Gedicht hebt an, von Walter Benjamin lernen wir, lesen wir ihn genau, dass die reine Gewalt die negative, die göttliche Gewalt sei. Der Hinweis auf das genaue Lesen scheint mir nicht unwichtig. Denn an dieser Stelle könnte man den Bogen zu Hölderlins Patmos-Gedicht schlagen, das beginnt, nah ist, aber schwer zu fassen der Gott, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das Rettende wächst, aber einen Rettungsautomatismus gibt es nicht. Denn Rettung ist eine geistige und keine bloß technische Kategorie. Dann folgt bei Dingeldey der Ausruf, sei Sand im Getriebe von Ungleichheit und Unterdrückung. Und weiter, Hoffnung auf Positives gibt es doch nur um der Hoffnungslosen willen. Die Frage nach dem Positiven ist damit gestellt. Ein Vierteljahrhundert älter und einen Staatsuntergang weiter, fällt mir dazu sofort ein anderer Dichter ein, der eine böse Frage stellt und rhetorisch gegen sich selbst richtet. Und wo bleibt das Positive, Herr Kästner? Die lapidare Antwort, ja, weiß der Teufel, wo das bleibt. Jetzt können wir das Fragen mephistophelisch weitertreiben, etwa bis zu dem vielleicht rettenden Teufel Volang in Bulgakows Meister und Margarita, in der sozialistischen Teufeljade ohne Faust. Aber bleiben wir bei Brecht und Dingeldey. Philipp Dingeldey ist nicht nur Autor von einem halben Dutzend Büchern, was mit 30 Jahren erstaunlich ist. Er schreibt auch nicht nur Lehrgedichte, sondern veröffentlicht Essays und im vergangenen Jahr den Roman Chor aus der Dunkelheit, in dem es um Vampirismus geht, also untote Existenzen, die nicht leben, sondern Leben simulieren. Im mehr oder weniger harmonischen zugleich seiner Autorentätigkeit unterrichtet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie der Universität Greifswald politische Theorie, genauer Geschichte der politischen Theorien von Niccolò Machiavelli und John Locke bis zu den von ihm wenig geliebten Poststrukturalisten, denen er sozusagen das Gedicht wieder die Symbolpolitik widmet, indem der sich betörend schöne, weil wahre und derzeit selten ausgesprochene Satz findet, das euphemistische Wort bleibt töricht. Mit Brecht verachtet dieser Autor jedes Moralisieren und bloßes Appellieren. Der auch an Marx geschulte Dialektiker sieht, dass alle modische Identitätspolitik eine bloße Maske des Neoliberalismus ist, die sich als fortschrittlich vermarktet, aber in Wirklichkeit der Selbstvermarktung jeden Fortschritt opfert. In seinem Band »Wir konnten selber nicht freundlich sein« Essays zur politischen Literatur von Bertolt Brecht schreibt Dingeldey: »Es war der 9. Januar des Jahres 2008 und ich sah mir im Staatstheater Nürnberg zum ersten Mal das beste Stück des wohl besten Schriftstellers der Welt an, die Dreigroschenoper. Ab diesem Moment war ich ein Besessener.« Nun ja, von einer Dichtung besessen zu sein, in der die großen Gedanken der Zeit behandelt werden, mit spielerischem Witz und brutalen Pointen, das ist wohl die beste Schule, in die der junge Autor fortan gehen konnte. Und um es an dieser Stelle einmal deutlich zu sagen, Dichter, die auf offener Bühne zu denken wagen, sind mir ebenso nah wie Dichter, wie Denker, die eine ästhetische Form für ihre Gedanken suchen. Weiter im Fortgang des Lehrgedichts, das natürlich zugleich ein Anti-Lehrgedicht ist, wir dürfen nicht nur Saat sein, nicht nur Sand sein. Wir müssen das Saatkorn sein, das Korn zwischen den Mühlensteinen. Nein, einen einfachen, einen direkten Weg in die Zukunft gibt es bei Dingeldey zum Glück nicht. Es bleibt fragwürdig, es bleibt offen. Immer an der Grenze zur Aufhebung des bisherigen in einem rettenden Neuen oder aber des Untergangs. Rettung ist nur als Selbstrettung denkbar, Fortschritt nur durch Wandlung eines herrschenden Geistes, all das eingedenk der vielen gescheiterten Versuche einer solchen grundsätzlichen Veränderung in der Geschichte.
Aber wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht unter dem Urteil einer ewigen Wiederkehr desgleichen stehen sollen, worunter dann? Dingeldey hat in seinem preisgekrönten Gedicht, zu dem ich ihm sehr gratuliere, eine Antwort parat, die weder Altersweisheit noch gar jugendlichen Jakobinismus vortäuscht, sondern den Widerspruch als unbehauste Heimat annimmt. Die Saat muss wachsen, die Saat muss gedeihen, das Korn wird sich von den Maschinen nehmen, was es will. Wir müssen die anarchische Natur der Gerechtigkeit die ganze Mühle überwuchern lassen. Ist hier eine Revision der Geschichte von Don Quixote, der ewig mit den Windmühlenflügeln kämpft, angelegt? Ich erkenne hier jedenfalls Spuren einer Ästhetik des Widerstands im Sinne von Peter Weiß. Herzlichen Glückwunsch, Philipp Dingeldey, zu dem Erik-Neutsch-Preis Lyrik. Wir haben noch zwei weitere PreisträgerInnen im Bereich der Lyrik. Sie teilen sich den zweiten Platz. Und wir beginnen mit der Würdigung von Laura Antonia Leschke zu ihrem Text Das, was am Ende bleibt. Und ich begrüße dazu Gisela Zimmer, Journalistin. Es ist schön hier, muss ich sagen. Und ich bin total bewegt. Und ich hatte mich vorher schon gefreut, dass ich heute ein paar Worte verlieren darf über eine junge Frau, die gut mit dem Wort umgehen kann. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, ich habe die Jüngste in dem Kreis der Preisträgerinnen und Preisträger erwischt. Das, was am Ende bleibt, was wird das sein? Wenn Krieg und Zerstörung, religiöser Eifer und Hass, Vertreibung und keine Heimat mehr nirgendwo unser Leben bestimmen. Schauen wir hin? Schauen wir weg? Halten wir die Bilder in den täglichen Nachrichten überhaupt noch aus? Oder denken wir, das alles ist ja weit weg? Was geht mich das an? Was geht uns das an? Laura Antonia Leschke kann so nicht denken. Und darum macht sie, was sie gut kann, nämlich hinschauen und dann auch noch schreiben. Aufschreiben, wie sich Leid anfühlt, was es mit den Menschen macht und dass es danach nicht einfach wieder so weggeht. In ihrem Text, Das, was am Ende bleibt, kriecht sie in die Seele eines kleinen Jungen durch seine Augen. Sieht sie die Häuserruinen, die Bombentrichter, die aufgerissenen Straßen, die Leichen. Und sie hört durch seine Uhren die Stille ringsherum, kein Laut nirgendwo. Unter den Toten auch die Eltern, Mama und Papa, Oma und Opa. Und die Freunde, die Gleichaltrigen, mit denen er gestern doch noch spielte. Das Kind allein, einsam, verlassen. Es hat verloren, bevor sein richtiges Leben begann. Ein kleiner Junge, vielleicht in Afghanistan, vielleicht in Syrien, vielleicht irgendwo in Afrika, vielleicht aber auch im Westjordanland oder in Israel. Als die Anfrage kam, ob ich heute hier die Laudatio für Laura Antonia halten würde, war ich gerade dabei, meiner Freundin in Israel einen Brief zu schreiben. Der erste Satz lautete: Es ist vorbei, es ist nicht vorbei. Auch wenn die Tage, an denen, wieder einmal muss man ja sagen, Raketen geflogen waren, mit einem Stillstand geendet hatten. Trügerische Ruhe für wie lange? Raketen von beiden Seiten in beide Seiten, mitten in Wohngebiete. Meine Freundin lebt seit 3 Jahren in Israel.
Sie hat einen kleinen Sohn. Und wer Kinder hat, will sie aufwachsen sehen, lachen sehen, ohne Ängste groß werden sehen. Ich war also mitten im Briefschreiben, gedanklich ein paar tausend Kilometer weg, und dann kam dieser Text. Er hat mich kalt erwischt, emotional tief getroffen. Das, was bleibt von fallenden Bomben und Kreuzen und Flaggen, von Trümmern und weinenden Kindern, von sterbenden Menschen und längst toten Soldaten, von allem Bösen zu viel und vom Guten zu wenig. Was bleibt da? Am Ende bleiben wir, schreibt Laura. Wer ist sie? Studentin, lese ich. Und dass sie in Jena lebt, vorhat, Gymnasiallehrerin für Philosophie und Deutsch zu werden. Und von der Regelstudienzeit auch fast schon die Hälfte geschafft hat. Dann aber schaute ich auf das Geburtsjahr von Laura. Juni 2010 steht da. Das heißt, das kann man hier ja auch mal laut sagen, Laura feierte vor gerade mal 2 Monaten ihren 21. Geburtstag. Das heißt aber auch, als sie diesen Text, das, was bleibt, zum Erik-Neutsch-Wettbewerb einreichte, war sie ja noch jünger. Und ich dachte, verdammt, so jung, eigentlich eine Generation, die tief im Frieden aufgewachsen ist, wahrscheinlich auch im Wohlstand und gut behütet, und dann doch dieser Blick. Dieses Gefühl, das geht mich doch etwas an. Es gibt kein fremdes Leid. Vielleicht dachte ich aber auch, wer so jung ist, dazu noch die Fähigkeit besitzt, Wortbilder aufs Papier zu zaubern, der oder die ist in dem Alter doch eher mit der Suche nach dem eigenen Ich beschäftigt. Auf Sinnsuche, fürs Leben halt. Was sagt Laura? Das eine schließt das andere nicht aus. Und schon immer hat sie auf Gesellschaft geschaut, auf das, was sie zusammenhält oder eben auch auseinanderfallen lässt. Laura will wissen, wie Leute ticken, wie sie denken und warum. Und das fing früh an, erzählt sie mir. Es gab ja eine Klassenreise in die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald. 14, 15 Jahre alt sei sie damals gewesen. Vor dem Rundgang, die meisten von uns werden sich daran erinnern, gab und gibt es einen Einführungsfilm, Originalaufnahmen von den gestapelten Leichen, Verbrennungsöfen, eben diese grauenvollen, kaum auszuhaltenden Dinge. Ein Klassenkamerad danach meinte: Ach, so schlimm war das doch nicht. Für Laura, so erinnert sie sich, war das so eine Art Auslöser. Sie dachte, oh Mann, so abgehärtet ist unsere Generation. Das ist traurig. Dass sie dann allerdings mit dem Schreiben begann, ist eher einem Unfall zu verdanken. Laura spielte Handball in einem Verein und bei einem Turnier verletzte sie sich so heftig, dass medizinisch ein ganzes Jahr sportfrei verordnet wurde. Und was blieb, war plötzlich richtig viel freie Zeit. Zeit zum Lesen. Das hatte sie immer gern getan. Als Kind war Fernsehen für Laura nämlich tabu. Die Eltern fanden, dass Hörspiele und Bücher, der Vater sitzt da, weitaus besser für die Fantasie der Tochter sein. Und mit dem Lesen kam dann auch die Lust, sich selbst am und mit dem Wort auszuprobieren. Es gab erste Versuche, Gedichte, Poetry Slam, Kurzgeschichten, sogar Anfänge von Romanen entstanden. Der nächste Schritt ließ dann nicht lange auf sich warten. Laura Antonia traute sich, das Geschriebene öffentlich vorzutragen. Ein Zufall half ihr dabei. Es gab nämlich ein Schulprojekt. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich mit der Kuba-Krise auseinandersetzen. Auch ein Ding weit zurück in der Geschichte.
Nüchterne Zahlen, Fakten, Daten, alles, was ohnehin schon vielfach aufgeschrieben war und jetzt bei Google möglicherweise nur noch abgeschrieben werden musste, daraus dann einen sachlichen Bericht stricken, das war Laura, vorsichtig ausgedrückt, zu langweilig. Sie wusste ja selbst, wie schnell sie bei solcher Art von Vorträgen gedanklich abschaltet. Was sie wollte, war, die Menschen hinter den Ereignissen zu zeigen. Ihre Gedanken, ihre Ängste, die Hoffnung, Leben eben. Also fragte sie die Lehrerin, ob sie etwas in lyrischer Form zum Thema beisteuern durfte. Sie durfte. Und tatsächlich war es dann mucksmäuschenstill. Alle im Saal lauschten. Alle, auch die höheren Klassenjahrgänge. Ein Erfolg, zugleich auch eine Überraschung. Denn so viel gespanntes Zuhören, das hatte Laura bis dato noch nicht erlebt. Bei keiner Schulveranstaltung. Das machte mutig. Laura reichte fortan bei verschiedenen Verlagen, die Wettbewerber ausgeschrieben hatten, Gedichte ein, Jahr für Jahr. Und 2019 dann ein erster Erfolg. Ein Gedicht von ihr wurde in einer Anthologie im Lorber Verlag veröffentlicht. Und zwischenzeitlich beteiligte sie sich immer wieder an Poetry Slam Veranstaltungen. Eine Pädagogin der Schule organisierte diese Abende. Der Poetry Slam Hype hatte sozusagen Schule in der Schule gemacht. Dieses öffentliche Auftreten machte nicht nur Spaß, sondern machte auch etwas mit Laura. Die Resonanz auf das, was sie vortrug, las oder erzählte, war einfach schön. Die Leute kamen häufig danach zu ihr und sagten, das sei echt cool. Und echt cool in Lauras Generation, glaube ich, ist das hohe Lob schlechthin. Mehr Wertschätzung gibt es kaum. Vielleicht noch echt krass. Aber auch das kam, erzählt sie mir. Laura bemerkte, sie kann etwas bewirken. Ihre Texte erreichen die Gleichaltrigen, aber auch die darüber und sogar Erwachsene. Plötzlich kommt man ins Gespräch. Und die Brücke dafür waren die eigenen Texte, war die eigene Kunst, das eigene Können. Sie hatte etwas zum Thema gemacht. Inzwischen erfuhr Laura also viel Zuspruch. Sie wurde gedruckt, bekam Beifall, aber noch nie gab es einen Preis. Und damit ist das hier und heute eine Premiere und eine Belohnung für das Dranbleiben, für die Kreativität und für das Zaubern von Worten. Dabei hätte Laura diesen Tag heute und damit natürlich auch die Ehrung fast verpasst. Denn das Schreiben der Jury versandete irgendwo im Nirvana. Laura war umgezogen in Jena. Der Brief kannte die neue Adresse nicht, kam also nicht hinterher. Dann gibt es ja Gott sei Dank noch die digitale Post und die landete auch in Lauras Mailkasten. Aber was dachte sie? Oh nein, nicht schon wieder eine Absage. Denn wenige Tage zuvor hatte ein Verlag sehr freundlich, aber genauso bestimmt Nein gesagt. Somit haderte Laura und wollte den Anhang nicht öffnen. Sie hat es getan, Gott sei Dank. Und da stand dann schwarz auf weiß, sie hätte gewonnen, bekäme im Erik-Neutsch-Literaturwettbewerb in der Kategorie Lyrik für das, was am Ende bleibt, den zweiten Preis zugesprochen. Sie hat gewonnen. Und ich glaube, es ist völlig egal, ob erster, zweiter, dritter Preis. Alle hier haben gewonnen. Laura meinte, sie sei eigentlich kein Mensch, der durch das Zimmer hüpft und wahnsinnige Luftsprünge vollführt. Aber dieser Brief war dann doch so schön. Und sie meinte, sie hätte sich richtig gefreut und sofort die Eltern angerufen. Noch ein letztes Wort, bevor Laura den wohlverdienten Preis in ihre Hände nehmen kann.
Ich mogle mich ja die ganze Zeit ein wenig um die genaue Bezeichnung von Lauras Text herum. Denn je öfter ich ihn las, desto weniger wusste ich, in welche Schublade ich ihn stecken sollte. Ist es ein Gedicht? Ein sehr langes dazu? Ist es eine Ballade? Aber ist es nicht vielleicht doch eher sogar ein Song? Denn das, was ich zu Beginn von Was am Ende bleibt, zitierte, wiederholt sich refrainartig nach jeder Strophe. Also fragte ich Laura, was ist es denn jetzt? Gute Frage, sagt sie, weiß ich selbst nicht so genau. Es ist von allem etwas, ein Gedicht, kurze Erzählung, ja, und dann auch immer wieder der Refrain. Der war übrigens zuerst da und ursprünglich gedacht als eigenständiges Gedicht. Das war Laura zu wenig, vor allem inhaltlich. Es musste also eine Geschichte drumherum gefunden werden. Und sie hat sie gefunden. Sie hat sie aufgeschrieben und uns allen damit einen bittertraurigen, nachdenklichen, lyrischen Text geschenkt. Eine Geschichte poetisch gespiegelt, die an unsere Vernunft und an unsere Verantwortung appelliert. Denn was am Ende bleibt, sind wirklich wir. Wir mit dem Wissen, dass keine einzige Rakete auch nur ein einziges Problem auf dieser Welt bislang gelöst hat. Nirgendwo. Liebe Laura, herzlichen Glückwunsch. Sie haben geschafft, was eben Kunst auf ganz besondere Weise kann, nämlich das Herz und das Hirn zu erreichen. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie nie aufhören mit dem Hinschauen und dass Ihnen das Suchen und Finden von Wortbildern weiterhin viel Freude und Spaß bringt. Und dann wünsche ich Ihnen den langen Atem, den ein Roman braucht. Herzlichen Glückwunsch. Moment. Also, das zuerst. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu der Würdigung des letzten Preises, den wir heute vergeben, dem zweiten Preis, ebenfalls einem zweiten Preis im Bereich Lyrik, und freuen uns auf die Ehrung durch Sophie Sumburane des Textes Der Klang, der mir noch fehlte, von Willibor Baczo. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich muss erstmal die richtige Seite aufschlagen. Denn solche für mich wichtigen Anlässe halte ich immer in meinem schönen Notizbuch fest. Deswegen habe ich hier mehrere Seiten. Also wie gesagt, mein Name ist Sophie Sumburane und ich habe mich sehr gefreut, heute die Laudatio für Willibor Baczo halten zu dürfen und hoffe, dass ich mit meinen Worten ihm und seinem Text gut gerecht werden kann. Denn mir hat seine Lyrik wirklich tief, hat mich beeindruckt und hat mir gut, sehr gut gefallen. Willibor Baczo wurde 1985 in, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Buganju in Bosnien geboren und zählt, was ich denken würde, unbestritten zu den besonderen Lyrikern seiner Zeit. Verbrachte er doch seine ersten Lebensjahre in den Wirren des Bosnienkriegs und kam so über einige Stationen als das, was wir Flüchtling nennen, schließlich mit seiner Familie nach Salzburg, Österreich. Ein solcher Weg prägt den Menschen definitiv für das weitere Leben, in seinem Denken, in der Art zu handeln und sich auszudrücken. Und welche schönere Ausdrucksform kann ein Mensch finden, als nicht die Liebe zur Literatur, zur Lyrik? Als ich den Klang, der mir noch fehlte, las, war ich sehr froh, dass Willibor Baczo diese Form gewählt hat für sich. Doch zunächst studierte er erst einmal Rechtswissenschaften in Salzburg, ein Fach, das ja nun nicht unbedingt für seine lyrische Qualität berühmt ist.
Erst im Jahr 2016, im Alter von 31 Jahren, fanden seine Gefühle zum ersten Mal Ausdruck in der Kunst, damals noch in der Malerei. Liminalität hieß das Gemälde, das ich sehr gern einmal sehen würde. Im Jahr 2018, also erst vor 3 Jahren, begann Willy Bourbaccio mit dem Schreiben von Gedichten. Bemerkenswert, wenn man sich die lyrische Qualität seines heute mit dem 2. Platz des Erich-Neutsch-Literaturpreises ausgezeichneten Werkes einmal anschaut. Stuf um Stuf, so heißt es in seinem Gedicht, der steigende Ton entfacht das Feuer, das brannt in mir schon. Und so brannte das Talent des lyrischen Ausdrucks ganz sicher schon lange in Willy Bourbaccio. Wendepunkte, so lautete das Thema, unter dem die Bewerberinnen ihre Werke einreichen konnten. Bourbaccio wählte hier die Liebe als Wendepunkt. Für Bourbaccio stellen Liebesgedichte die erste, wichtigste und höchste Form der Poesie dar. Und so erschien es ihm logisch, dass die Liebe ein Wendepunkt ist. Jedoch erfahren wir in seinem Gedicht nie, wem oder was diese Liebe eigentlich konkret gilt. Einer Person, einem Land, einer Sache, einer Situation, einem Ort. Genannt werden ein Auge, ein Blick, der Klang einer Stimme. Gehört diese Stimme einer Frau? Oder personifiziert Bourbaccio etwas ganz anderes? Die Offenheit der Worte, seiner Worte, geben den Raum für die Leserinnen und beflügeln deren Fantasie. Und so erkennt jeder Mensch in Bourbaccios Gedichten sich selbst. Und das ist doch eine der großen Leistungen von Literatur und von Lyrik. Sie zählt für jeden, nur eben anders. Und kann ein Klang alles verändern, wie es in seinem Titel heißt? Der Klang, die Sprachmelodie des Gedichts, in jedem Fall ist ein Wendepunkt für Willy Bourbaccio. Den gebürtigen Bosnier, der als Nicht-Muttersprachler mit Worten in seinem Gedicht Bilder malt. Heute ist Bourbaccio Einwohner von Wien, schreibt auf Englisch und Deutsch und arbeitet als Case Manager in der Wohnungslosenhilfe. Ebenfalls sehr beeindruckend, wie ich finde. Mir hat sein Gedicht, wie gesagt, sehr gefallen und ich gratuliere ihm sehr herzlich zu dem geteilten 2. Platz für den Erich-Neutsch-Literaturpreis der Rosa-Luxemburg-Stiftung und freue mich sehr, ihm heute diese Urkunde und den Preis überreichen zu dürfen. Ganz herzlichen Dank. Es wäre vermessen, seitens der Moderation zu diesen vielen wundervollen Worten noch irgendwas inhaltlich beitragen zu wollen. Bevor wir das Schlusswort unserer Geschäftsführerin Daniela Trochowski hören, gibt es noch ein paar Klänge, die uns hier fehlen, und zwar ein abschließendes Musikstück von Isabel Neuenfeld. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Neuenfeld, auch für das letzte Lied, für diese schöne Erinnerung an Mercedes Sosa. Für mich war das damals, ich habe das als Jugendliche kennengelernt, dieses Lied der Grund, Spanisch zu lernen, weil sie eine ganz besondere Interpretation in den 80er Jahren ja schon geboten hat von diesem wunderschönen Text. Sehr verehrte Preisträgerinnen, sehr verehrte Laudatorinnen, verehrte Gäste, ich freue mich, Sie hier heute, ja, begrüßen ja nun nicht mehr, aber verabschieden zu dürfen. Und ich freue mich, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung, Frau Enkelmann hat es ja vorhin erwähnt, nach diesen vielen Monaten der auferlegten Zurückhaltung endlich wieder ihre Türen für öffentliche Veranstaltungen öffnen konnte. Dies ist die erste größere Veranstaltung nach vielen Monaten. Und ich freue mich, dass es gerade diese Veranstaltung ist, in der wir junge, ja, Literatinnen ehren, die sich mit ihrer Umwelt, mit Kritikwürdigen an der Gesellschaft, ja, in Lyrik und Prosa auseinandersetzen. Denn eigentlich sind wir gar nicht so weit auseinander. Auch wir hier in der Stiftung setzen uns jeden Tag in der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Vielleicht haben Sie von dem einen oder anderen Projekt, das hoffe ich jedenfalls, schon gehört, setzen uns jeden Tag mit kritikwürdigem, verbesserungsfähigen, würdigen in dieser Gesellschaft auseinander. Aber wir machen das natürlich auf eine andere Art und Weise. Wir veröffentlichen Studien zum Mietendeckel, wir veröffentlichen Studien zu Enteignungen, zum sozialökologischen Wandel. Aber dieses, was Gisela Zimmer vorhin so schön mit Herz und Hirn erreichen benannt hat, das schaffen Sie auf Ihre ganz besondere Art und Weise mit Lyrik und Prosa. Und deshalb ist die Erik-Neuth-Stiftung für die Rosa-Luxemburg-Stiftung auch eine so wertvolle Stiftung. Sie gehört zu der Familie der unselbstständigen Stiftungen, nennen wir sie. Das ist eigentlich ein ziemlich unpassendes Wort für diese letztlich oft autonom, eigeninitiativ und vor allen Dingen auch ehrenamtlichen Institutionen. Und diese Stiftungen ermöglichen uns als Rosa-Luxemburg-Stiftung ja ein ganz besonderes Publikum anzusprechen. Und ich glaube, und das merkt man auch hier schon an der Veranstaltung und an dem Wettbewerb, das birgt auch für uns ein nicht zu unterschätzendes Potenzial, sowohl für uns, aber auch für die Stiftung, die unselbstständigen Stiftungen an sich. Und im Falle der Erik-Neuth-Stiftung treffen mit den Veranstaltungen, die wir regelmäßig durchführen, speziell jetzt auch mit dem Literaturwettbewerb 2021 zum Thema Wendepunkte, ja auch ganz bewusst gewählt, zwei ja, spezielle Gruppen aufeinander und damit auch zwei spezielle Sichtweisen. Das hat man in vielen Beiträgen auch lesen können. Auf der einen Seite die älteren Generationen, ja, zum Beispiel aus der erlebten DDR, und auf der anderen Seite die jungen, schreibenden Literatinnen bis zu 35-Jährigen, die ihre Umwelt und vor allen Dingen das Leben der Älteren aus ihrer Perspektive manchmal ziemlich schonungslos beurteilen. Und diese Begegnungen durchziehen ja auch als Thema sehr viele der Beiträge, sowohl in den Prosa- als auch in den Lyriktexten. Und ich muss zugeben, für mich hielt das wieder mal so einen ganz besonderen Aha-Effekt bereit. Ich war 1989 20 Jahre alt und ich hielt lange, lange meine Generation für die Generation, die die letzte war, die ja intensiv durch die DDR sozialisiert war, die sich auch intensiv mit ihr auseinandergesetzt hat, mit ihren Vorteilen, aber eben auch mit ihren vielen Defiziten. Inzwischen weiß ich auch durch andere Projekte, die wir in der Rosa-Luxemburg-Stiftung fördern, zum Beispiel Treuhand Techno, ein Projekt, in dem sich junge Leute durch das Schauspiel mit der Treuhandpolitik auseinandersetzen. Inzwischen weiß ich, dass auch viele kurz vor 89 und vor allen Dingen auch nach 89 Geborene diese Sozialisierung haben und vor allen Dingen sich intensiv mit der Zeit vor 89 sowohl durch die Erzählungen ihrer Eltern, durch die Narrative in den Medien, aber auch durch die Erzählungen, die es nicht gibt und die sie auch aktiv einfordern von der älteren Generation, auseinandersetzen. Und auch das haben einige Beiträge im Wettbewerb wieder einmal ganz plastisch gezeigt. Und ich glaube, dass diese Begegnungen zwischen den Generationen von der Erik-Neuth-Stiftung ja auch intendiert sind, wichtig sind, wenn die Preisträgerinnen und die für einen Preis Nominierten im nächsten Jahr, Evelyn Wittig hat es schon angekündigt, mit Lesungen der Erik-Neuth-Stiftung durch verschiedene Orte ziehen und ihre Werke öffentlich machen. Die Grundlage dafür ist die geplante Buchpublikation mit den besten literarischen Texten des gesamten Literaturwettbewerbs, für uns auch eine wichtige Form der Förderung junger Künstlerinnen und Künstler. Und wir konnten in diesem Sinne auch eine Preisträgerin, auch sie wurde schon benannt, heute nicht da, eines vergangenen Wettbewerbs, Caroline Bethke, als aktuelles Jurymitglied gewinnen. Und das wird sicherlich auch beispielhaft werden für zukünftige Wettbewerbe, Preisträgerinnen für zukünftige Jury-Sitzungen, Jurys, Auswahlverfahren der nächsten Literaturwettbewerbe zu gewinnen. Und über weitere Formen der Förderung junger Autorinnen werden wir mit den Akteuren, mit den Autorinnen, aber auch mit den Jurymitgliedern im Gespräch bleiben. Und ich glaube, es hat sich gerade mit den ehrenamtlichen Jurymitgliedern sehr konstruktive, kreative Arbeitszusammenhänge entwickelt. Aktuell wird in der Stiftung ein Konzept, ja, zur Neuaufstellung oder zur weiteren Ausrichtung dieser
unselbstständigen Stiftung erarbeitet. Und natürlich ist ein wichtiger Aspekt darin, wie wir junge Künstlerinnen, junge Literatinnen auch in Zukunft fördern können. Da werden zum Beispiel eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Erik-Neuth-Stiftung und Rosa-Luxemburg-Stiftung, eine weitere Unterstützung von Biografieprojekt das über Erik Neutsch, das Roland Klaus in seinen Händen hat, aber zum Beispiel auch eine ganz intensive Ausstrahlung der Erik-Neuth-Stiftung in die Rosa-Luxemburg-Stiftung, ein stärkeres Bewusstsein auch bei uns, welche Potenziale diese Stiftung mit ihren Jurymitgliedern, ihren ehrenamtlichen Mitgliedern, aber eben auch den Preisträgerinnen und denen, die sich beworben haben, um einen Preis bergen. Ich denke, diese Diskussion werden wir in den nächsten Wochen, Monaten intensiv verfolgen, so wie wir das auch bei den anderen Stiftungen machen. Denn das ist ein Schatz, den wir ja stärker heben müssen, pflegen müssen, ich glaube, in unserem beiderseitigen Interesse. Ich möchte mich zum Schluss bedanken. Es wurde sich hier schon von vielen Seiten bedankt. Ich möchte das trotzdem noch einmal wiederholen. Zuallererst natürlich an die Laudatorinnen, die heute sehr unterschiedliche Beiträge gebracht haben. Auch das fand ich sehr interessant. Und ich glaube aber auch die Preisträgerinnen und ihre Werke auf sehr berührende Art und Weise und natürlich auch den Namensgeber geehrt haben. Ich möchte mich bedanken bei der Erik-Neuth-Stiftung und seinem Ehrenamtlichen, ihren Ehrenamtlichen muss man immer wieder betonen, Vorstand, das sind Evelyn Wittig, Roland Klaus, Klaus Höpke und Meinhard Tietz. Aber ich möchte mich auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Rosa-Luxemburg-Stiftung bedanken, die sowohl diese Stiftung als auch den Preis ja schon seit langer Zeit sehr intensiv begleiten und auch diese Veranstaltung vorbereitet haben. Das sind Andrea Reimann zum Beispiel, wiederum Meinhard Tietz, aber auch Janine Hamilton und Ulrike Hempel. Und ich möchte Sie einladen. Ich möchte Sie einladen zu einer weiteren Zusammenarbeit, zu einer Intensivierung der Zusammenarbeit in den nächsten Monaten und Jahren, aber auch ganz kurzfristig. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung wird am 5.9. ihre Türen hoffentlich noch weiter öffnen. Ich hoffe, wir dürfen das dann. Wir werden zum ersten Mal, seitdem wir letztes Jahr im September hier eingezogen sind, Einblicke gewähren in unsere Stiftungsarbeit, in die Projekte, die wir in ganz unterschiedlichen Themen, in unseren ganz unterschiedlichen Betätigungsfeldern mit sehr interessanten Menschen, sehr interessanten Bündnissen durchführen. Und dazu lade ich Sie natürlich ein, hier an dem Sonntag nach der großen Unteilbar-Demonstration in Berlin vor Ort zu sein, mit uns ins Gespräch zu kommen und sich zu informieren, mit uns zu diskutieren, uns Anstöße zu geben, auch das ist wichtig, und mit uns einfach vielleicht auch einen schönen Tag zu verbringen. Vielen Dank, und jetzt wünsche ich Ihnen noch konstruktive Gespräche, einen schönen Tag und herzlichen Dank.